Das Ding ist das Heftigste, was sie jemals reingebracht haben. Heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, diesem wunderschönen... Ah, meine Freunde, ja. Hier werden keine Türen geknallt, ist das klar? Leute, wir sind wieder zurück in Fortnite. Fortnite hat den ersten Geburtstag heute und dafür auf jeden Fall erstmal ein richtig schönes Happy Birthday. Oh, ja. Leute, und es gibt eine neue Waffe. Die P90 ist da, die Kompaktmaschinenpistole ist in Game, Leute. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Zeiten von CSGO von mir. Immer Rush B, P90, Zucker Bleed Army, Leute. Ihr wisst vielleicht noch damals, gute alte Zeiten in der Nostalgie. Und jetzt ist Epic Games so weit gegangen, meine Freunde. Und, oh damn, was haben wir denn hier an Skins? Muss ich da vielleicht nochmal zuschlagen? Alter, der ist ja sick, wa? Gut, ich glaube, ich gönne mir das dann heute Abend einfach im Livestream, meine Freunde. Denn heute tue ich solo, weil ich wieder alleine bin und keine Freunde habe. Dachte ich mir, dass wir uns jetzt erstmal gemeinsam die neue Waffe anschauen, meine Freunde. Ich habe das erste Mal jetzt seit, glaube ich, 4 Tagen wieder gezockt. Ich produziere immer ein bisschen vor. Bin trotzdem mal gespannt, ob wir das Ding auch direkt finden und was das alles so kann, Leute. By the way, gibt es heute Abend natürlich wieder ab 18 Uhr einen knackigen Livestream. Dieses Mal mit einem extrem internationalen Special Guest. Ich habe am Wochenende den guten Borgor. Ihr kennt ihn vielleicht aus Max Abo Special. Kennengelernt und ja, was soll ich sagen? Der gute Boy hat auf jeden Fall Bock, heute Abend mit uns ein bisschen zusammen zu spielen. Wir werden heute Abend mit Sarazar, Hand of Blood und Borgor live auf Twitch sein, meine Freunde. Der Stream wird wahrscheinlich auf Englisch laufen, weil halt Borgor nun mal nur Englisch spricht und kein Deutsch. Aber nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich, wenn ihr da alle am Start seid. Und ich gucke gerade schon mal, höre ich hier gerade schon? Da höre ich sie doch schon. Da höre ich sie doch schon. Da höre ich doch eine Waffe, die ich noch nicht kenne. Ist das etwa die Waffe? Nein, das ist sie nicht. So. Oh! Ui, der Battlebus ist im Geburtstagsoptik, Alter. Mein Gott, die Kerze sieht richtig gut aus, Digga. Wahnsinn. Voll schön, Leute. Überall sind Geburtstagsfeierkeiten für Fortnite am Start. Ja, nice. Ich droppe jetzt einfach mal einen Spandau, weil ich mir erhoffe, dass ich da diese Waffe finde. Bin mal gespannt, ob wir überhaupt jetzt die Möglichkeit haben, dieses Ding direkt am Anfang zu erpischen. Denn, Leute, es handelt sich ja hier um eine legendäre Waffe. Ja, nicht um irgendeine, sondern schon um eine legendäre Waffe. Und dementsprechend könnte das relativ hart werden, das Ding direkt auf Anhieb in die Hand zu bekommen. Muss aber dazu sagen, dass man natürlich mit ein bisschen Glück das Teil eigentlich am Anfang doch ganz gut finden kann. Denn Epic Games ist ja immer wieder so freundlich und ja, geht hin und bringt neue Waffen übermäßig Spiel in Spiel hinein, damit jeder die Möglichkeit hat, dieses zu spielen. Von daher bin ich da relativ optimistisch und wir schauen einfach mal, ob man das Ding hier irgendwo finden kann. Ja, auf jeden Fall Props an den Kerl, dessen Eltern definitiv in der Kindheit einiges verkehrt gemacht haben. So, einer schon mal down, sehr schön. So, da pushen wir jetzt einfach mal nach vorne, Leute, ja. Macht ja auch alles keinen Sinn hier. Der wurde ja gar nicht getroffen von mir an der Stelle. Mach's gut, Kollege. Es tut mir leid. So, Kollege, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr. Also, da kann ich jetzt auch gar nicht mal keine Rücksicht auf mich nehmen. Da muss man doch einfach mal sterben. Ja. Da muss man doch einfach mal draufgehen. An der Stelle hier auch. Auf Wiedersehen von meiner Seite. Ja, die Battle-Ballons sind auch schöner geworden tatsächlich. Kann man sich auch gerade hier ansehen. Haben wir denn da eventuell... Leute, ich glaube fast, mein jugendliches Auge hat da etwas erspäht. Wahnsinn, die ist nicht dabei, na toll. Hilfe! So, es ist nicht so einfach, wie man es denkt, Leute. Ich meine, ich höre sie ja die ganze Zeit. Ich meine, Leute haben sie an der Hand. Da ist sie ja auch, da ist sie auch. Man sieht sie ja. Aber ich würde ja gerne auch damit mal schießen. Leute, oh, da ist sie, Leute, da ist sie. Guckt mal. Oh, Alter. Boah. Okay, die Damage ist auf jeden Fall nicht so krass. Wir haben ein Magazin von 50 Schuss. Wie so eine P90 nochmal 50 Schuss hat. Machen wir mal hier das Geschenk auf. Kann es sein, dass Granatenwerfer jetzt vermehrt spawnen? Ich glaube fast schon, das ist der Fall. Aber irgendwie, also ich meine, ich würde die gerne mal an den Gegner aussetzen. Vielleicht gehen wir halt mal hin und versuchen das einfach mal in einer wunderbaren 50-50-Runde mit den tollen Loot-Drops, Leute. Denn vielleicht haben wir damit ja das Glück. Aber so an sich... Ja, ist auf jeden Fall ein geisteskranker Laser. Alter Schwede. So viel zum ersten Eindruck. Jetzt
geht es nur noch darum, dass wir das Ding auch mal in die Hand bekommen und damit auch ein paar Leute niedermähen. Ehrenbruder Schiffgeschäfts, auf geht's. Ist das der dümmste Move, den man machen kann? Wahrscheinlich schon. Werde ich gleich drauf gehen? Wahrscheinlich schon. Ist diese Waffe bei diesem Ding drin? Wahrscheinlich nicht. Mache ich es trotzdem? Wahrscheinlich schon. Hat der Gegner mich hier vorne gesehen? Wahrscheinlich schon. Habe ich gleich keine Baumaterialien mehr? Wahrscheinlich schon. Warum tue ich mir das an? Nur für diese Waffe. Warum tue ich mir das nur für diese Waffe an? Ich habe keine Baumaterialien mehr. Ich bin so im Sack, Leute. Ich bin so im Sack. Jahre später. Nach 10 Stunden des Rumrennens kommt man endlich in der Zone an. Was findet man? Keine Gegner, keine Loot Drops, kein gar nichts. Nichts, was einen glücklich stimmen könnte in irgendeiner Art und Weise, Leute. Man lässt sogar sämtliche Materialien links liegen, farmt einfach nicht, nur um dann wieder von dem Gegner aus nächster Nähe hinterrücks erschossen zu werden. Wäre man doch einfach nur versucht, hier ein vernünftiges Video aufzunehmen. Und ich sage euch eins, Leute, der Loot Drop, der da vorne gerade runtergegangen ist, der ist nicht mehr da. Und der Gegner, der vorne links von mir ist und auf mich schießt, der kann mich komplett am Sack, weil der trifft nämlich nicht. Und damit ist mein Loot Drop wieder weg. Damit ist mein Loot Drop wieder weg, Leute. Das Leben ist einfach nur unfair und hart und schmerzhaft ist es. Schmerzhaft ganz besonders in dem Sinne. Aber ein Dot. Da vorne ein Licht am Ende des Tunnels. Boah, yo, Alter. Alter, was für eine Maschine diese Waffe. Oha, okay. Warum leckt dieser Schallspielmodus immer noch so sehr? Diese Lecks sind nicht zu ertragen. Ja, moin, Digga. Oh mein Gott, Alter. Was für eine Waffe. Leute, ich glaube, ich bin großer Freund dieser Maschinenpistole. Ein sehr großer Freund. Wenn ich jetzt Glück habe, nicht gesniped werde, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Komm schon, bitte leben. Gib mir einmal in meinem jämmerlichen Dasein. Yes. Mach's gut, Bruder. Muss los. Und dahin geht mein Schild. Ja, moin, Digga. Ich mache hier auf den Bild. Ich verpiss mich. Auf Wiedersehen. Das muss ich mir nicht geben, hier den Kram. Auf Wiedersehen, Leute. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ganz kurz. Das Ding. Also, trotz aller unaushaltbaren, ekelhaften Lecks hier, ist das Teil, ist das die Frau meiner Träume, Alter. Also wirklich. Ich will das heiraten, diese Waffe. Ich mein's ernst. Ich find's einfach nur garstig geil. Das ist eine richtig geile Waffe, Leute. Ohne Spaß. Kann man nicht anders sagen. Ultra stark auf Close Range, rasiert richtig, richtig gut durch. Alter Schwede, krank. Jetzt wieder meine Sniper zurückholen und dann wieder rein ins Gefecht, Leute. Bisschen Mats farmen, kurz erholen, dann geht's weiter. Ohne Spaß, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ding so gut ist. Hätte ich nicht gedacht, wirklich. War ich selber ein bisschen verblüfft. Okay, gerade wird hier ganz gut durchrasiert, wie ich sehe. Haben ein, zwei Kills, sind ja wohl noch drin. Alter Schwede. Also auch wenn da jetzt wieder sämtliche Kills von mir weggegeiert werden. Leute. Das ist auf jeden Fall echt eine ziemlich leckere Angelegenheit an dieser Waffe. Oh mein Gott, macht das Laune. Also das ist wirklich krass. Das ist echt ein krasses Ding. Krasses Gerät, Mann. Straight up schönes Teil, wirklich. Richtig, richtig geile Waffe. Macht richtig Bock. Eine Person, die noch lebt, Leute. Also ich glaube ja fast schon, dass wir damit meine absolute neue Lieblingswaffe haben. Also auf Close Range, mit ein bisschen Aim, ja? Da ist kein Blumen hinter nichts. Guckt euch das an, Leute. Wie das Ding lasert, Alter. Was ist das für eine kranke Waffe? Oh mein Gott. Ich finde sie sogar fast schon zu stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, also ich meine, ein Kombo mit einer goldenen Shotgun, Leute. Diese Kombo, die ich hier gerade habe. Diese drei Waffen. Unschlagbar. Also ganz ehrlich, mit das Heftigste, was ich an Waffen in Fortnite mittlerweile, also...
schaut euch an, wie jeder gottverdammte Schuss sitzt. Krank. Einfach nur krank. Leute, das Ding ist meine absolute neue Lieblingswaffe und ich glaube, was ist denn hier bitte los? Und ich glaube, dass wir mit dem Teil die Möglichkeit haben, richtig geile Plays zu spielen. Das Schöne ist, wir haben hier Pistolenmunition, Leute, von der sowieso mal viel zu viel gibt. Und was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen, außer fettes GG an Epic, Leute? Das Ding ist das Heftigste, was sie jemals reingebracht haben, neben dem Jagdgewehr. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Stück weit zu OP vielleicht, aber alles in allem, nices Gerät. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Probiert selber aus. Jumpt rein. Wir sehen uns heute Abend 18 Uhr im Livestream. Seid auf jeden Fall dabei. Es gibt wieder ein paar Specialities, wie ich eben erzählt habe. Und dann sehen wir uns heute Abend um 18 Uhr. Macht's gut. Haut da rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüsschen.